napes perioe, hakantas, andame, Parlamento ja Berlin, Spartia Japan. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind trotz eisiger Kälte aus unterschiedlichen Städten, hier nach Berlin gekommen, um gegen den Krieg in Afrin zu protestieren und gemeinsam hier am Brandenburger Tor für den Frieden zu kämpfen. Herzlichen Dank an alle, die den Weg heute nach Berlin gefunden haben. Die deutsche Bundesregierung, die europäischen Regierungen sind selbstverständlich nicht nur heute, aber auch von hier aus dazu aufgefordert, endlich klare Kante gegenüber Erdogan und seiner Diktatur in der Türkei zu senden und klar sich gegen den Krieg zu positionieren. Wir müssen endlich deutlich machen, dass man nirgendwo mit den Waffen für Frieden, für Völkerverständigung sorgen kann, sondern Waffen müssen endlich ruhen, damit die Bevölkerung in Afrin, damit die Bevölkerung in Syrien, damit die Bevölkerungen im Mittleren Nahen Osten endlich Frieden haben und im Frieden leben können. Wir sind heute hier, wir werden in den nächsten Tagen auch in anderen Städten sein und weiterhin gegen den Erdogan-Krieg in Afrin kämpfen und überall für den Frieden gemeinsam stehen. Herzlichen Dank, komm gut nach Hause, wir werden weiter gemeinsam kämpfen. Herzlichen Dank.